Es geht um die frühe Sexualisierung von Kindern. Denn nur wenn sich Kinder heute so offen wie möglich entwickeln, kann in Zukunft eine vielfältige Gesellschaft entstehen. Hört auf! Ich finde, Kinder sollten so lange wie möglich davon ferngehalten werden. Nur wenn politische Indoktrination jetzt in Klassenzimmer stattfindet, kann morgen eine degenerierte Sklavengesellschaft entstehen. So. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. So, meine lieben Freunde, wir werden uns jetzt das neue Video von dem Herrn Ketzer der Neuzeit reinziehen. Dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Lasst gerne einen Daumen nach oben da für alle Leute, die auf YouTube zuschauen. Und ja, ich bin gespannt. Scheint wohl relativ viral zu gehen, so wie ich das gesehen habe. Gestern hochgeladen, schon 100.000 Views. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Könnte etwas verstörend werden als kleiner Disclaimer vorab. Das Video heißt nämlich, wenn Sex mit Kindern legal werden soll. Punkt, Punkt, Punkt. Ich finde es gut, dass er diese Themen auf die Straße bringt bzw. anspricht, weil es wenige Leute gibt, die sich trauen, solche Themen anzusprechen. Grüße gehen daraus auch an Carsten Stahl an der Stelle. Die Casti-Vibes, man. Cast it in, motherfucker. Und jetzt gehen wir rein ins Video. Wenn während der nächsten Minuten dein Handy gegen die Wand fliegt oder deine Faust in den Laptop, gib bitte nicht mir die Schuld, ich habe dich hiermit gewarnt. Führende Köpfe unserer Zivilisation sind, wie wir in diesem Video sehen werden, förmlich besessen davon, die roten Linien, die rötesten Linien, die es überhaupt gibt, zu überschreiten. Es geht um die frühe Sexualisierung von Kindern. Das Wort Frühsexualisierung habe ich jetzt bewusst vermieden, da es bedenklich sei. Denn wie wir auf eltern.de oder besser gesagt auf RTL lesen können, nicht alle sind an einer Gesellschaft, in der vielfältige Lebens- und Lebensformen existieren, interessiert. Das Problem sind hierbei nicht die Eltern, die sich um ihre Kinder sorgen und Angst vor einer Frühsexualisierung haben, sondern diejenigen, die diese Ängste schüren. Es werden Horrorszenarien entworfen, in denen Grundschulkindern unangemessene Informationen zu sexuellen Handlungen aufgezwungen werden und PädagogInnen Kinder zu körperlichen Erkundungen verleiten. Bevor ich gleich tatsächlich Horrorszenarien aus dem extrem woken Sachbuch für Lehrer Sexualpädagogik für Vielfalt vorstellen werde, fangen wir doch erstmal mit den Grundlagen an. Die sexuelle Entwicklung der Kinder beginnt nämlich mit der Geburt. So lehrt es die WHO in Standards für die Sexualaufklärung in Europa. Kinder sind sexuelle Wesen und auch Babys können sexuelle Erfahrungen erleben. Deshalb sollte Sexualaufklärung bereits im Kindergarten stattfinden. Nein. 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 Fühle ich nicht, feiere ich nicht, prägt mich nicht, will ich nicht. Für den Schulunterricht empfiehlt sich darüber hinaus hilfreiches Pornomaterial. So beschreibt es Bill Taverner, ein Geschäftsführer von Planned Parenthood. Der Vater dieser Theorien ist übrigens Alfred Kinsey. Dass Kinder sexuelle Wesen sind, fand er übrigens im 20. Jahrhundert heraus, als er für seine Forschung Kleinkinder sexuell missbrauchte. Digga, diese Themen sind hart, aber wichtig, Freunde, ich schwör's dir. Danke an Leo, dass er die Themen auch auf YouTube bringt und damit krass viral geht. Ich finde das heftig. Anscheinend wird er vom Algorithmus auch gar nicht so gedrückt, weißt du? Gute Arbeit, Bruder. Weiter so. Es ist ein Zeichen der gesunden Entwicklung ihres Kindes, wenn es die Möglichkeit, sich selber Lust und Befriedigung zu verschaffen, ausgiebig nutzt. Das erklärt hierzulande die BZGA, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, in ihrem Ratgeber für Eltern zur kindlichen Sexualerziehung vom 1. bis zum 3. Lebensjahr. Der Pädagoge Uwe Siel... Körperliebe Doktorspiele, Digga. Das ist krank, Mensch. Das geht noch einen Schritt weiter. Er arbeitete für die BZGA und ist Mitgründer der einflussreichen Gesellschaft für Sexualpädagogik. Sein Ziel ist, wie er sagt, die Entnaturalisierung der Kernfamilie, der Heterosexualität und der Generativität, also den Altersgrenzen zwischen den Geschlechtern. Er spricht interessanterweise nicht von Entnormalisieren, sondern von Entnaturalisieren. Also davon, natürliche Gesetzmäßigkeiten aufzuheben, wohl die Definition von Gott spielen. Uwe Sielerts Forschung geht Hand in Hand mit der Helmut Kendlers. Ja, dem Helmut Kendler. Ah, dieses Kendler-Experiment, da habe ich schon von gehört, hat der Carsten, glaube ich, in unserem Talk, Comets Café Talk, auch erwähnt. Der im Rahmen eines Experiments in den 60er Jahren in Deutschland Kinder an vorbestrafte Pädophile vermittelte, um zu sehen, was wohl passieren wird. Ein Projekt, welches vom Staat finanziell unterstützt wurde. Aus heutiger Sicht ist das Kendler-Experiment etwas Unfassbares, etwas wirklich Monströses. Kleine Jungen zu pädosexuellen Männern zu geben und bewusst den Missbrauch dieser Kinder in Kauf zu nehmen. Und was genauso erschreckend ist, ist eigentlich, dass dieses Experiment es nie wirklich in die Öffentlichkeit geschafft hat, dass es kaum Skandal darum gibt.
Was ist los mit den Menschen, frage ich mich. An so einer Situation, wenn ich sowas höre, frage ich mich, was ist los? Wie kann man sowas zulassen? Gab es da nicht einen, der ein bisschen Herz noch hatte und gesagt hat, nee, sowas können wir nicht tun. Das ist nicht rechtens. Bisschen Moral und Ethik. Das ist so, wie abgewichst Menschen sein können, ne? Heftig. Einen Beitrag für die Zeitschrift der... Und dass es auch nicht groß gemacht wurde und jeder das weiß, dass sowas mal passiert ist. Ich kenne viele Leute, die davon gar nichts wissen. Schrieb Uwe Sielert, wenn Kinder zuvor von Eltern lustvoll gestreichelt werden, entdecken sie diese Lust selbstverständlich auch an sich selbst. Wenn sie gar nicht wissen, was Lust ist, werden auch diese sexuellen Spielereien fehlen. Was aber, wenn geistig gesunde Eltern dieser perversen Aufgabe nicht nachkommen? Dann eben durch die Leitung. Zitat, die Leitung moderiert und nimmt, sofern sie will, an der Übung teil. Und damit sind wir auch schon beim Horrorszenario. Ein Horrorszenario, welches nicht ich, der unsolidarische Rechtspopulist, entwerfe, sondern das Buch Sexualpädagogik der Vielfalt, dessen Inhalte es schon teilweise in die Lehrpläne geschafft haben. Es geht darin unter anderem um Unterrichtsübungen, die man nur unterstützen kann, wenn man so offen ist, dass einem das Gehirn bereits rausgefallen ist und sein Herz vor lauter Boostern Okay. Ich weiß noch, Leo hat mir davon erzählt, wir haben telefoniert oder Sprachmemos hin und her geschickt und der hat gemeint, mir geht's gerade nicht so gut, weil ich das eine Projekt durchgezogen habe, das eine Video, ich glaube, es war genau das Video, weil wenn du dich mit solchen Sachen beschäftigst, dann geht es natürlich auch auf dich als Mensch so. Wenn du ein Herz hast, dann macht es was mit dir. Fangen wir an. In einer dieser vorgeschlagenen Übungen für den Sexualkundeunterricht sollen Lehrer 12-jährige Kinder fragen, was denn Gangbangs seien. A. Sex in einer Gruppe von vielen Männern und Frauen. B. Sex zu dritt. Oder C. Wenn mehrere Männer, die in einer Schlange anstehen, hintereinander Sex hat. 10-Jährige sollen zu Musik tanzend ihre Lieblingsstellung oder Sexualpraktik auch mit Erwachsenen zeigen. In Räumen, die von außen nicht einsehbar sind, sollen sich 10-Jährige massieren, vorzugsweise in dünner Kleidung, damit die verschiedenen Streichrichtungen... Jemand fragt, wie alt der Typ ist, sieht aus wie 15, 16, der Leo ist 22, Bro. Und für sein Alter schon sehr intelligent, finde ich. ...erspürt werden können. Pädagogen können diese Massagetechniken vorzeigen, so heißt es. Ich werde zu den ganzen Übungen selbst gar nichts sagen, ich will es einfach nur hinter mich bekommen, okay? In einer anderen Übung sollen sich 14-Jährige in verschiedene Wohnungsmieter hineinversetzen. Darunter ein lesbisches Paar mit 2 Kindern und ein heterosexuelles Paar ohne Kinder. Macht Sinn. Die Schüler sollen dann entscheiden, welche Gegenstände die verschiedenen Mieter benötigen. Die Liste mit den verfügbaren Gegenständen besteht unter anderem aus Windeln, Aktfotos, einem Dildo, Kondome, Potenzmittel, Vaginakugeln. Wer schreibt so ein Buch? Ehrlich. Wer schreibt so ein Buch? So wie Lack- und Lederklamotten. Und nicht nur für sein Alter hat einer geschrieben. Guter Hinweis. Nein, ich denke mir das Ganze nicht aus. 15-Jährige sollen lernen, wie man einen neuen Puff für alle einrichtet. Der Schwerpunkt liegt auf der Frage, Zitat, welche sexuellen Vorhaben müssen in den Räumen wie bedient und zufriedengestellt werden. Auf Wandzeitungen soll darüber hinaus auch scheinbar Ekliges, Perverses und Verbotenes geschrieben werden. Die Schüler sollen galaktische Sexpraktiken, die auf der Erde verboten seien, ausdenken, in Gruppensex-Rollenspielen über Menstruation lernen und sich in lautem Stöhnen und Dirty Talk ausprobieren. Krank, Digga, ich schwör's dir, einfach krank. Einer schreibt gerade, diese diabolische Agenda muss bekämpft werden. Sehe ich genauso. Ich find's halt gut, dass es so Leute gibt wie den Leo hier von Ketzer der Neuzeit, der diese Dinge anspricht, da Videos drüber macht. Auch Carsten Stahl zum Beispiel, Belasch und Boogie. Es gibt auch K1, also KenFM. Es gibt Leute, die solche Dinge ansprechen, die unangenehm sind. Und ich finde, es müssen mehr Leute werden. Und es müssen vor allen Dingen auch mehr Leute werden, die im Mainstream stattfinden, in Anführungszeichen, die diese Themen ansprechen. Weil diese Themen müssen in den Mainstream rein, wenn wir wirklich was verändern wollen. Und ich denke dann immer an Hip-Hop und an Rap, weil ich glaube, dass Rap und Hip-Hop das ist, was die Jugend am meisten beeinflussen kann. Und ich glaube, wenn ein Mainstream-Rapper, den alle Kids gerade feiern, sich hinstellt und diese Themen ansprechen würde, dann würde es wirklich was bewegen, weißt du? Deswegen, es muss immer mehr werden. Wir müssen die Leute damit anstecken, über diese Sachen zu reden, damit wir dann wirklich was verändern können. Weil solange das totgeschwiegen wird und solange die Leute sich nicht trauen, diese Themen anzusprechen, weil sie unangenehm sind oder sie gecancelt werden könnten, wird sich auch nichts verändern. All das sind Übungen, die von der Autorin Tuida für den Schulunterricht vorgeschlagen werden. Tuida ist übrigens ebenfalls Teil der Gesellschaft für Sexualpädagogik. Und dreimal dürft ihr raten, welche Gesellschaft als einzige in Deutschland Siegel, also Verifizierungen, für Sexualpädagogen verteilen darf.
Aber warum das Ganze? Warum sollte so ein Buch vom Pro Familia Landesverband Niedersachsen an Pädagogen und Jugendarbeiter empfohlen werden? Pro Familia, einem gemeinnützigen Verein für sexuelle Aufklärung, der mit staatlichen Geldern, also auch mit deinen Steuergeldern, gefördert wird. Schauen wir uns doch mal die Erklärung von der Autorin Tuida selbst an. Sie schreibt, dass sexuelle Verwirrung und die Veruneindeutigung ausdrücklich angewendet werden muss, denn nur wenn sich Kinder heute so offen wie möglich entwickeln, kann in Zukunft eine vielfältige Gesellschaft entstehen. Das ist doch scheiße, Bro. Das sind irgendwelche scheiß Ausreden. Was geht bei euch ab? Was geht bei euch ab? Kinder sollten frei aufwachsen und tun, was sie tun möchten und sich nicht da irgendwelche Pornos reinziehen oder irgendwelche Sexspielchen machen oder so. Hört auf. Ich finde, Kinder sollten so lange wie möglich davon ferngehalten werden. In meinen Worten, nur wenn politische Indoktrination jetzt im Klassenzimmer stattfindet, kann morgen eine degenerierte Sklavengesellschaft entstehen. So. Und wenn ihr mich fragt, geht das ganz... Genau so, Bruder. Das müssen wir uns nochmal anhören. Sie schreibt, dass sexuelle Verwirrung und die Veruneindeutigung ausdrücklich angewendet werden muss, denn nur wenn sich Kinder heute so offen wie möglich entwickeln, kann in Zukunft eine vielfältige Gesellschaft entstehen. Oder in meinen Worten, nur wenn politische Indoktrination jetzt im Klassenzimmer stattfindet, kann morgen eine degenerierte Sklavengesellschaft entstehen. Facts. Und wenn ihr mich fragt, geht das Ganze hier über Politik hinaus. Politik ist nur ein Mittel zum Zweck. Meiner Meinung nach sind wir mitten in einem Kampf. Es ist ein Kampf gegen Gott, gegen die Naturgesetze und gegen Moral. Aus falsch soll richtig werden und aus richtig falsch. Die kommunistische Ministerin... Kurz Gänsehaut gehabt, das ist der nächste Step, wenn ich sage, fühle ich, feiere ich, habe mich geprägt und ich habe ein bisschen Gänsehaut gehabt. Für Vielfalt aus Spanien spricht es aus. Todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas so. Eso sí en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos. Sie sagt, jedes Kind hat das Recht auf seinen eigenen Körper und das muss von Erwachsenen respektiert werden. Was sie aber auch sagt, ist, dass jedes Kind das Recht darüber hat, zu entscheiden, mit wem es Sex hat. Und viel deutlicher geht es nicht mehr. Sex mit Kindern soll normal, soll legal werden. So wie die Grünen es hierzulande... Dein Leben, Bruder. Wenn das passiert, dann bin ich wieder im Treppenhaus, Digga. Dann bin ich wieder im Treppenhaus, meine lieben Freunde. Und dann geht's ab. Schon vor... Ich bin bereit... ...Jahrzehnten vorhatten. So kämpften Grüne jahrelang für freien Kindersex. Die Grünen und Pädophilie, die Bestrebungen, Sex mit Kindern zu legalisieren, waren größer als bislang bekannt. Denn Sex mit Kindern, also Kindesmissbrauch, wenn das Kind sich nicht dagegen wehrt, ist natürlich. Sex zwischen Mann und Frau hingegen ist unnatürlich. Vagina und Penis würden biologisch nicht zusammenpassen, da sie verschiedene pH-Werte hätten. Und nein, über dem Artikel steht nicht der Schriftzug Satire geschrieben. In diesen Zeiten könnte alternativ in der Überschrift auch Folgendes stehen. Mutter, Vater, Kind sind unnatürlich. Menschen ohne Geschlechtsidentitätsstörungen sind unnatürlich. Frauen, die sich um ihre Kinder sorgen, sind unnatürlich. Männer, die ihre Familie unterhalten, sind unnatürlich. Der Kampf gegen Tradition, Glaube und Familie. All das ist Teil einer Agenda, die unsere Zivilisation schwächen soll, um dann ein neues System einführen zu können. Oder um es mit den Worten des Ex-KGB-Manns Besminov zu erklären. Oder in Lovelocks Worten, Devil Shit. Die in viele typische Sozialtheorien verpackte marxistisch-leninistische Ideologie hat außerordentlich stark zum Zerfallsprozess der amerikanischen Familie beigetragen. Seit Jahrzehnten stets steigende Scheidungsraten und sinkende Geburtsraten. Dieser Zerfallsprozess ist kein Zufall. Aber lasst euch das von Besminov selbst erklären. Er hat zu Zeiten des Kalten Krieges für den KGB gearbeitet, also er sollte wissen, wovon er redet. The first one being demoralization. It takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. Why that many years? Because this is the minimum number of years which requires to educate one generation of students in the country of your enemy. The next stage is destabilization. This time, subverter does not care about your ideas and the patterns of your consumption. Whether you eat junk food and get fat and flabby, it doesn't matter anymore. This time, and it takes only from 2 to 5 years to destabilize a nation. What matters is essentials, economy, foreign relations, defense systems. The next stage, of course, is crisis. It may take only up to 6 weeks to bring a country to the verge of crisis. And after crisis, with a violent change of power, structure and economy, you have so-called the period of normalization. It may last indefinitely. Your leftists in the United States, all these professors and all these beautiful civil rights defenders, they are instrumental in the process of the
subversion only to destabilize the nation. Was hier Tag für Tag passiert, ist wie die Geschichte mit dem Wolf im Schafspelz oder besser gesagt der Wolf im Regenbogengewand. Fragt mich nicht, wie es in Zukunft aussieht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich später meinen Kindern nicht erzählen möchte, dass ich wusste, in welche Richtung sich das Ganze hier entwickelt und einfach zugesehen habe. Besser hätte man es nicht auf den Punkt bringen können, Bruderherz. Ich schwör's dir, ich küsse dein Herz. Ohne Scheiß. Wenn du die Arbeit hinter diesem Kanal aktiv unterstützen möchtest, schau jetzt gerne mal auf ketzerderneuzeit.com vorbei. Unsere neueste Kollektion Embrace Tradition könnte ja passender nicht sein. Vielen Dank für eure Unterstützung und dass ihr euch auch so ein Video bis zu Ende angeschaut habt. Übrigens sind es nur noch 58.000 Abonnenten, bis wir den Krass, Digga, der macht echt einen krassen Sprung, was Abonnenten angeht. Hey Leute, rüber auf den Kanal und da mal ein Like dalassen, Abo dalassen, den Bruder unterstützen. Der macht was Wichtiges. Den Kanal Funk hier auf YouTube überholt haben. Und wenn das passiert, wird sich der ein oder andere ärgern. Also, rauf da auf den Abo-Button und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bester Mann, bleib so wie du bist, Leo. Sehr gutes Video. Kann mir gut vorstellen, dass das dich auch viel Kraft gekostet hat. Weil du dich da bestimmt reinsteigern musstest, bisschen in die Themen so. Und es tut einem Menschen, der noch Herz hat, nicht gut. Ich weiß es selber. Aber dafür echt sehr starkes Video gemacht. Sehr, sehr gut. Und meiner Meinung nach ist eine Art von, wenn man jetzt in der heutigen Zeit nichts tut und einfach dabei zuguckt und nichts macht, nichts machen ist auch, kann auch was Negatives sein, meine lieben Freunde. Deswegen nutzt eure Stimme, redet über diese Themen, macht es groß, sagt es euren Eltern, was auch immer, euren Freunden, macht mal ein Video, unterstützt Kanäle, die noch solche Dinge ansprechen und dafür sorgen wollen, dass die Gesellschaft wieder in eine positivere Richtung geht. Dass es wieder mehr Liebe gibt und dass der Teufel unsere Welt hier nicht komplett übernimmt und wir nur noch in so einem Drecksloch abhängen, Alter. Weißt du, was ich meine? Menschlichkeit muss mehr werden, ich küsse euer Herz. Geisteskrank, wie die Welt sich entwickelt, krank, ja. Weiß ich schon lange, alles fickt Kopf, Bruder. Leider juckt's die Menschen nicht. Wie krass man für Kinder kämpfen muss, so normal es ist für die da oben, Scheiße abzuziehen. Wir müssen halt wirklich für die Kids kämpfen, weil die können nicht für sich selbst kämpfen. Das ist halt die Sache, so, weißt du? Was wir heute schaffen, was wir heute in der Richtung bewegen können, was wir heute verändern, wird den Kindern von morgen zugutekommen. So, deswegen muss man halt jetzt echt kämpfen, weil die teilweise noch gar nicht da sind und dann in diese Welt reingeboren werden und dann da halt in dieser dreckigen Welt drin sind, weißt du? Ja. Und irgendwann mit viel Pech ist es ganz normal, dass Kinder verliehen werden oder so. Ja, dass solche Sachen halt durchgezogen werden. Safe. Siehst du ja, was für Bücher geschrieben werden und wie die Leute dafür kämpfen so. Oder solche Sachen auch irgendwie einfach unter den Teppich kehren. Das mit diesem Kendler-Experiment, das ist für mich echt ein Phänomen. Dass das so einfach unter den Teppich gekehrt wurde und die Gesellschaft das gar nicht richtig mitbekommen hat so. Weil wenn die das mitbekommen hätten, dann würden die aktuell auch ganz anders darauf reagieren, wenn die merken, okay, die wollen auf einmal wieder dieses Sex-Thema in die Kitas, in die Kindergärten, in die Grundschulen und so, Vorschulen und so gehen. Weißt du, was ich meine so? Wenn du das auf dem Schirm hättest, würdest du ganz anders darauf reagieren, glaube ich. Was schon mal passiert ist hier, weißt du? Ich könnte auch niemals bei der Polizei arbeiten und mir solche Videos reinziehen. Du wirst doch krank davon. Safe. Safe. Das ist auch nicht, also es ist auch krank. Aber es ist trotzdem wichtig, sich teilweise mit solchen Sachen zu beschäftigen. Man muss es dosiert machen. Man muss gucken, dass die Vibes außenrum halt weiterhin positiv bleiben. Und dann kann man mal da reinsteppen und sich das mal anschauen. Weil ich finde, das ist halt schon wichtig, um das zu wecken, dass man dann auch dagegen kämpft, muss man sehen, was da passiert. Weißt du? Und ich glaube auch daran, dass wenn diese Sachen immer krasser werden und wir das auf einmal vor unseren Augen haben und uns nie damit beschäftigt haben, dann kann es uns noch mehr verstören. Der Alibi sagt, das Problem ist, dass die Leute sind komplett hängen geblieben auf Medien, TV, jetzt die neue Generation auf Technologie, Handys und so weiter. Wir auch, Bro, als alte Generation noch, ich schwör's dir. Aber umso neuer, umso mehr auf jeden Fall. Die werden komplett digital hochgezogen, damit sie dann die KI annehmen. Wenn man uns Chips einpflanzen will, wird jeder geil drauf sein in 2 bis 3 Generationen. Das Heftige ist, das ist so heftig, dass man jetzt, also du schreibst es so normal rein und das kann man sogar, also das ist ja kein Thema mehr, was so komplett von uns weg ist. Es gibt ja schon Länder, die damit angefangen haben, mit dieser Chip-Geschichte in Schweden etc. so. Aber wenn du vor ein paar Jahren noch darüber geredet hast, Decker, da war das noch eine richtig krasse Verschwörungstheorie und Leute haben gesagt, du bist verrückt, wenn du über solche Sachen geredet hast, weißt du? Und es wird immer mehr realistisch, die ganze Scheiße.
Was ich aber dazu sagen muss, ist halt so, Leute wie Leo zum Beispiel, der kommt ja aus einer anderen Generation, der ist 10 Jahre jünger als ich, aber ist trotzdem auf dem neuen Film, weil er sich mit den richtigen Dingen der Jugend und Kindheit beschäftigt hat, auch durch seinen Vater etc. Das seht ihr, hört ihr in unserem Talk. Und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Sache. Deswegen ist es so wichtig, dass es Leute gibt, die in der Öffentlichkeit sind, die Mainstream sind, die große Reichweite haben, die die Kids und die Jugend in eine gewisse Richtung beeinflussen. Und jetzt ist die Kamera wieder weg. Ich küsse euer Herz. So, die wollen nicht, dass ich die Message rausgebe, meine lieben Freunde. Ich küsse euer Herz. Danke, dass ihr da wart. Bleibt so, wie ihr seid. Dabei ist alles, weil dabei ist alles, weil wir sind hier schon dabei. Einmal noch Herzen in den Chat. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder am Start seid. Bleibt so, wie ihr seid. Und lasst euch von der ganzen bösen Scheiße nicht kaputt machen. Glaubt an die guten Sachen. Glaubt daran, dass wir es schaffen können, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, in dem wir selber einfach gut sind. Okay? Peace out.